In diesem Porträtvideo der Meerfenchel. Der Meerfenchel, auch bekannt als Seefenchel, ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die zur Familie der Doldenblüter gehört. Sie wächst hauptsächlich in Küstenregionen und ist für ihre kulinarische und medizinische Anwendung bekannt. Hier sind einige Merkmale und Informationen über den Meerfenchel. Der Meerfenchel erreicht eine Höhe von etwa 20 bis 50 cm. Die Blätter sind fleischig, dick und blaugrün. Sie sind in mehrere feine, geschnittene Segmente unterteilt, die an die Blätter von Fenchel oder Dill erinnern. Die Blüten sind klein, gelblich-grün und in dichten, flachen Dolden angeordnet. Die Blütezeit reicht von Juli bis September. Die Stängel sind aufrecht, verzweigt und ebenfalls fleischig. Der Meerfenchel ist in den Küstengebieten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens heimisch. Er wächst besonders gut in den salzigen, sandigen oder felsigen Böden der Küstenregionen. Die Pflanze findet sich häufig in Fels- und Kiesstränden, auf Klippen und in den oberen Bereichen der Gezeitenzone. Gerade bei Doldenblütengewächsen ist besondere Vorsicht geboten, weil es hier auch einige giftige und tödlich giftige Arten gibt. Aber beim Meerfenchel sind alle Teile, einschließlich Blätter, Stängel und Samen, essbar. Der Geschmack des Meerfenchels ist salzig und leicht pikant und mit einem Hauch von Zitrone oder Karotte. Verwenden kann man hier frisch die jungen Blätter und Triebe in Salaten. Sie verleihen dem Gericht eine knusprige Textur und einen einzigartigen Geschmack. Der Meerfenchel kann gedünstet, blanchiert oder sortiert werden. Er passt gut zu Fisch- und Meeresfruchtgerichten. Der Meerfenchel wird in Essig eingelegt, auch als Beilage oder Würzmittel verwendet. Die Samen des Meerfenchel können als Gewürz verwendet werden, ähnlich wie Fenchelsamen. Der Meerfenchel wurde in der traditionellen Medizin wegen seiner gesundheitsfördernden Eigenschaften geschätzt. Die Pflanze enthält ätherische Öle und Antioxidantien, die eine entzündungshemmende Eigenschaft haben. Meerfenchel wird traditionell zur Unterstützung der Verdauung und zur Linderung von Magenbeschwerden verwendet. Die Pflanze hat eine harntreibende Wirkung und kann helfen, überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen. Meerfenchel ist auch reich an Vitamin C, Mineralstoffen und Spurenelementen, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Der Meerfenchel bevorzugt sonnige Standorte und gut durchlässige Böden. Er ist salztolerant und gedeiht gut in Küstengärten oder in Töpfen. Die Pflanze benötigt einen gut drainierten, sandigen oder steinigen Boden. Ein alkalischer Boden mit guter Drainage ist ideal. Der Meerfenchel ist trockenheitstolerant und benötigt nur wenig Wasser. Überwässerung sollte vermieden werden, da dies zur Wurzelfäule führen kann. Die Pflanze kann durch Samen oder Stecklinge vermehrt werden. Samen sollten im Frühjahr oder Herbst ausgesät werden. Stecklinge können im Sommer genommen werden. Der Meerfenchel spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem der Küstenregionen, indem er Erosion verhindert und Lebensraum für verschiedene Insekten und Kleintiere bietet. Die jungen Triebe und Blätter können das ganze Jahr über geerntet werden, wobei der beste Zeitpunkt im Frühjahr und im Sommer ist. Frischer Meerfenchel sollte im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb weniger Tage verbraucht werden. Eingelegt hält er sich länger und kann über Monate hinweg verwendet werden. Ja, der bei uns wenig bekannte Meerfenchel ist eine vielseitige Pflanze, die sowohl kulinarisch als auch medizinisch genutzt wird. Durch seine Anpassungsfähigkeit an salzige Bedingungen und seine gesundheitsfördernden Eigenschaften ist er eine wertvolle Ergänzung für Gärten in Küstennähe und eine interessante Zutat in der Küche.